Hallo und herzlich willkommen zurück bei Straight to the Stars bzw. to the Moon, weil da sind wir gerade. Und zwar wir sind die Tai und ich. Hallo Tai. Moin. Hi. Moin. So, das wird die Grundfläche, worauf das ganze Basisgedöns danach aufgebaut wird. Das wird natürlich nach oben hin ein bisschen breiter und dann ganz oben auch wieder so schmal, wie es jetzt hier ist. Ja, es wird mehr. Aber das werdet ihr dann sehen. Ich bin hier gerade noch fleißig am Bauen von unserem Achte auf den Mond Sauerstoff. Zu Hause. Ja, ja, ich habe auch schon eine Sauerstoffflasche komplett ausgetauscht. Gut. Das ist ja witzig hier mit dem Dach. Ich bin hier übrigens am Fackeln klauen, ne? Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Ja, die brauchen es doch eh nicht. Ich kann denen auch gerne noch Eier da lassen, macht ja nichts. Irgendjemand hat hier irgendwas kaputt gemacht. Hier gibt's Karotten. Ah, ne, ich nehme keine Karotten von hier mit. Brauchen wir schwarze Wolle? Schwarze Wolle? Wofür, ne? Naja, wenn wir sie gratis kriegen können, ist doch cool, oder? Ich sag da jetzt nichts zu. Herrgott, da sind hier die Lampen dran. Wenn ich schon die Glowstone-Fackeln mitnehme, ja? Da kann ich auch gleich die ganze schwarze Wolle mitnehmen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Hier ist alles unter Wasser. Warum? Oh, Sünde, da kommt er gar nicht mehr aus dem Haus raus. Oh, dem muss ich doch mal helfen. Warte mal. Was ist das für ein Dekorationsmauer? Nee, die behalte ich. Ich muss ihm mal helfen. Der kommt ja gar nicht mehr aus seinem Haus. Zünde. Oh, er hat gesagt, das ist so nett war von mir. Ich darf doch noch mal die Fackel da mitnehmen. Ja, nee, okay, ist klar. Du hast überhaupt kein Geräuschmodul an. Du kannst ihn und schon gar keinen Übersetzer. Das weißt du doch gar nicht. Bin ich mir fast sicher. Nein, ich habe 20.000 davon gecheatet. Die sind alle in meinem E. Scheiße, ich kann hier gar nicht cheaten. Nicht. Oh Mann, ey, kacke, echt. Lass mich in Ruhe. Ah, come and play away with me. So, wo bin ich denn? Hier. Hier gibt's kein meteorisches Eisen, verdammte Pupalala-Wurst, ey. Dann gehe ich ein bisschen hier rüber und dann komme ich ein Stück zurück. Ich gucke nur, dass ich ein bisschen Platz dazwischen schaffe, in der Hoffnung, dass ich dann den zweiten Dungeon finde. Also wenn man einen Dungeon gefunden hat, oder erst eine, Eisen. Wenn man einen Dungeon gefunden hat, dann ist der nächste eigentlich nicht weit. Die sind wie in so einer Strecke aufgebaut eigentlich. War mal so, ne? Ja, es ist die Spawn-Logik. Die Spawn-Logik ist dann schon, ja. Wie war das noch bei Musecraft? Was habe ich denn da immer gesucht? Portalseiten, also Bibliotheken. Ja, genau. Die Bibliotheken waren es, genau. Und das hier, ist es ein Dungeon? Oh, schade. Wird es hier gar nicht mehr richtig Nacht oder so? Doch, es wird hier schon richtig nach der Tag-Nacht-Zyklus auf dem Mond ist ein etwas anderer. Ja, ja, aber als wir das erste Mal drauf gekommen sind, war es ja Nacht. Und da haben wir ja ordentlich gekämpft. Die Coton schon dich. Ja, jetzt ist halt nicht Nacht und deswegen muss jetzt auch keiner kämpfen. Naja, ich habe ja eben ein paar Fackeln gestohlen, also es passt schon. Ja. Vielleicht sollte man nochmal in den Nether gehen, ein bisschen Glowstone holen, ein paar Fackeln machen, weil die sind ja, glaube ich, doch günstiger als die Arkanlampen, ne? Und dann. Aua. Würde ich mich auch gerne mal nach unten buddeln. Ich sollte auch mal gucken, was der Typ da macht, ey, nachher, oder dann noch Scheiß oder so.
Jetzt hätte ich fast was ganz Gemeines gesagt, aber habe ich nicht. Ich habe mich noch zusammengerissen. Muss mal hier die Löcher kontrollieren. Nein. Aber ich wollte irgendwas erzählen, aber ich habe es vergessen. Ja, doch, das könnte passen. Dann möchte ich lieber ein Bagel, eine Bagelbasis. Ist ja eigentlich das Gleiche, ist ja egal. Oh Gott. Bagel ist das Gleiche wie ein Donut? Fast. Fast von der Form her, ne? Die haben beide ein Loch. Wie kommt man auf eine Donut-Basis? Ja, so eine Ringbasis, so. Ja, aber wie kommt man da drauf? Indem man sich überlegt, was möchte ich jetzt anders machen, als wir sonst gemacht haben. Und komme ich sonst nicht dazu zu machen. Also. Boah, ich muss immer hin und her, weil ich sehe immer Löcher und ich weiß immer nie, aber ich glaube fast gar nicht, dass es Aua ein Dungeon ist. Glaube ich fast nicht. Nö. Eine Kackhöhle. Ich glaube, um dich rum könnte gut was an Eisen gespawnt sein. Das wäre ja natürlich ein Träumchen, ne? Das liegt im Bereich des Möglichen. Boah, ich habe heute Pizza gekauft. Also, ich habe sie nicht bestellt, ich bin hin und habe sie geholt. Weil ich wollte eh noch tanken und so vorher. Und das war sehr lecker, aber wir hatten damals ja, als ich geboren wurde, hatten wir eine Taverne und das wurde später ein Lieferservice, also so ein griechisches Restaurant. Und ich bin halt in der Großküche groß geworden und ich bin halt echt verwöhnt, so, ne? Also meinen Pizzateig mache ich eigentlich immer selber. Ich mag auch keine Tiefkühlpizzen oder so, das finde ich echt ranzig. Und es war schön, mal so eine Pizza wieder zu essen, es war auch echt lecker, aber ich sehne mich schon nach der anderen Pizza immer. Und meine Pizza ist immer perfekt, aber das Ding ist halt, ich habe ja noch das Pizzarezept im Kopf, aber ja, ich habe ja keinen Bandofen oder so, das ist halt blöd. Nur ein Backofen, keinen Bandofen. Die sind halt richtig cool dafür. Oh, 6 Minuten, zack, durch das Ding, ey. Oh, fick dich, ich hab Hunger. Pizza. Wenn du dir jetzt eine Pizza belegen könntest, was würdest du dir da raufhauen? Was wäre meine, einer, ich? Mhm. Wenn ich frei wählen könnte? Mhm. Vermutlich Meeresfrüchte. Ich liebe Meeresfrüchte, allerdings sollten die wirklich frisch aus dem Meer kommen. Auf einer Tiefkühlpizza Meeresfrüchte. Ist so lala, ne? Das ist mehr Mäh, mehr Bäh als Mäh, also. So. Und oh. Dann die in der Außenreihe, da fängt er irgendwo an. Da habe ich hier irgendwo eine Kurve, wo ich hier, ja, da. Ich hatte heute Schinken, Brokkoli, Hollandaise, davon mal ab. Es ist ja sowieso nicht so belegt, wie ich es kenne. Ja? Der Boden ist dann immer so dünn, der ist dröch. Und ich wollte eigentlich gerne Peperonis drauf haben. Und ich mag ja am liebsten diese türkischen und griechischen. Ich mag nicht so gerne Peperonen. Ich finde, die vom Geschmack sind die scheiße. Und dann hatten die keine Peperonis, nur irgendwelche. Wie heißt der Scheiß? Chili-Scheißteile. Ich so, ja, es geht mir nicht um die Schärfe, es geht mir um den Geschmack und habe ich keinen Bock drauf. Und
Ja, dann war ich ein bisschen traurig, dann habe ich dann Feta mit dazu genommen, so, also Schafskäse. Ja, es ist nicht das, was man kennt. Das macht mich immer ein bisschen traurig. Aber naja, man kann halt nicht alles haben, ne? So, wo sind wir denn hier? Fertig, unser Zuhause. Ich müsste jetzt hier rüberlaufen. Hui, ich hau mir jetzt gleich eins. Du müsstest bitte für mich ein bisschen mit auf die Zeit schauen, weil ich sehe gerade die Zeit meiner Aufnahme nicht. Nö, Stell mache ich ich nicht. gerade so, stelle ich Nö, gerade mache so ich aber fest. nicht. Und dann ist es soll bleiben. Soll ich dir sagen, wie weit wir schon sind? Ja, gib mir mal einen kleinen Anhaltspunkt. 10:57. Ach, okay, das heißt, wir haben jetzt gerade Halbzeit. Genau. Ist das noch ein Bungium? Bitte, 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 bitte. Nein. Es ist doch scheiße, ist das. Aua. Ich müsste jetzt aber gleich da sein bei dir. Oh, ich muss mir. Moment. So, ich brauche jetzt einen Zettel. Warte mal. Ich weiß, was ich morgen koche. Oh ich mache Bifteki. Aufschreiben, Bifteki. Hack, Feta. Ich habe auch noch Folienkartoffeln übrig. Oh, geil. Oh, ich habe auch noch ein bisschen. Huch. Ich habe auch noch Steak übrigens, fällt mir gerade auf. Oh. Oh. Und ich habe auch noch Bratwürste. Oh nee, dann kann ich ja noch nicht so. Oh Mann, das muss ich ja erstmal essen, oder? Scheiße. Ich sehe dich da, du Kackviech. Ah, okay, hier gibt es wieder meteorisches Eisen. Ich bin jetzt hinter unserer Base. Okay. Ja, Okay, also. kann man ja mal machen. Aber ist ja egal, weil hier ist hier wenigstens ein bisschen was. Brauche ich jetzt mal einen Schluck Kaffee. Passt das so? Das schaut so aus, als würde das nicht passen. Nice, Mann, hier ist alles voll mit Eisen. Brauche ich alles für meine Zweierrakete. Ich habe gesagt, die erste Zweierrakete kriege ich. Egal. Alle wollen sie immer irgendwas und jetzt will ich auch mal was. Und weißt du was, ich schon ganz lange haben möchte, Stefan? Ein Fahrrad. Ja, in 7 Days. Aber nie, hier nicht. Ich möchte unbedingt mein Traumhaus aufgerüstet bekommen. Und zwar am liebsten so schnell wie möglich, weil ich weiß immer nicht, wo mit diesen ganzen Kackbanngläsern. Das ist so absolut obernervig, ey. Aber ich habe ja auch kein. Irgendwer kann hier nicht zählen. So, Moment. Oh. 1, 2, 3 passt. 1, 2, 1. Ist alles voll mit Eisen, ja, Mann. 2, 1, 2. Ist sauber nice, Mann. Ich freue mich. Da hinten auch. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Da bin ich jetzt Mega. weiter rausgegangen. Ah, ich hole den noch mal. Upala. Au, du dumme Sau. Fuck you, ich mag dich nicht mehr. Arschloch, der war noch heiß. So, da drüben noch einer, ja. Und andere Richtung auch, da hinten. Was ist das hier? Kein Dungeon. Ach Mann. Ach, du ahnst es nicht. Die Spackos.
Ich sollte echt meinen Bogen mit hier hochnehmen. Da ist er. Oh, ich sollte echt den Bogen mit hochnehmen. So, da drüben ist noch einer. Dass das Was? Zeug hier so komisch durch die Gegend fliegt, das ist. Was ist was? Vier, eins, zwei, drei, vier. Drei, drei, vier. Okay, passt. So, dann gehe ich jetzt hier hinten nochmal hin und dann gehe ich einmal zu Stefano. Weil das Eisen, hier ist so viel Eisen. Oh, das ist sehr schön, ich freue mich. Oh, ich weiß nicht, wo ich zuerst hin soll, ey. Der ist aber nicht. Aua, wieso ist der. Habe ich mich erschrocken. Der dürfte doch gar nicht mal heiß sein, der ist doch schon grau. Ich verarsche, ey. Das ist kein Dungeon, oder? Nee, aber es sieht fast so aus. Aber keiner. Okay. Das Langweilige am Mond ist halt so, am Anfang denkst du so, boah, krass und so. Wir sind auf dem Mond, boah. Aber dann sieht halt alles gleich aus. Ja, deswegen möchte ich ja die Base in einem anderen Stil bauen. Ja. Wobei zugucken, wie die aufgebaut wird, jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend ist. Und naja, ansonsten, auf dem Mond gibt es halt nicht viel zu zeigen. Da sind keine unterschiedlichen Biome, keine Wälder, keine Tiere, das sind nur Monster in der Nacht und am Tag nicht so. Oh mein Gott, was war das jetzt hier? Aber es gibt eben die Herausforderung, eine Basis aufzubauen, in der man überleben kann. Und da wird es dann interessant, sobald dann die Technik erstmal grundsätzlich steht und wir das Ganze hier so einigermaßen einrichten können. Ich guck mal nach, wie viel Eisen ich jetzt hab. 46, richtig gut, ey. Auch noch was. Mann, ich will Passt doch jetzt nicht. nicht. Oh, ich möchte eigentlich jetzt nicht die ganze Zeit. Ich will mal in Richtung Stefan kommen. Kann ich nicht. Und so viel Eisen liegt. 1, 2, 1, 1, 2. So, den noch und dann gehe ich jetzt wirklich zu Stefan. Na gut, den anderen auch noch. Oh Mann. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 3. Jetzt kommt Torvalino. Sei dabei, wenn das Abenteuer ruft. Ich lass das Eisen liegen. Ich will mich nicht verbiegen. Ich will jetzt zu dem Opa. Was passt hier an der Seite nicht? 2, 3, Ich 1, sehe 2, mal zu, dass ich jetzt zum 1, Opa 1, komme. Ich bin 2. schon wieder falsch unterwegs. Hier muss ich hin. Genau in diese Richtung. Okay, ja, dann nehme ich den jetzt noch mit. Oh Gott, um Himmels Willen. Was passiert, wenn die Radiation ganz voll ist? Ich schätze mal, dann wird man irgendwo strahlentechnisch ein bisschen krank werden. Hat bei mir schon wieder so ein Container leer. Was? Ein Sauerstoffbehälter ist leer. Achso, ja, bei mir auch, klar. Also ich habe jetzt noch zwei dabei. Ah, ich sehe aber die Base da. Das Also ist ich gut. habe meine letzten beiden quasi an. Ja, ich habe noch im Rucksack was drin. Also da Das brauchst du nehme ich dir mit. keine Gedanken machen. Ich habe genug mitgenommen. Genau, du hast genug mitgenommen und bist am anderen Ende des Mondes. Hörst du mir nicht zu? Ich bin doch schon fast wieder da, du alte Kackwurst. Außerdem habe ich gesagt, dass die Dinger im Rucksack sind. Und der ist bei dir. Ja, weiß ich ja nicht, dass du den Rucksack nicht anhast. Ich habe zu dir gesagt, den Rucksack lasse ich hier am Anfang der ersten Folge von dieser Aufnahmesession und habe gesagt, den packe ich dann erstmal in die Kiste, den Rucksack. Und wenn du was brauchst, musst du an den Rucksack gehen. Ja.
Ich probiere mich hier auf Baseball zu konzentrieren. Ich habe dir jetzt wieder nicht zu. Faule Ausrede! Finde den Fehler. Nein. So, Stefan, wir sind bei 20 Minuten und 19 Sekunden. Okay, gut. Dann suche ich den Fehler alleine. Das wird für euch sowieso nicht so interessant werden. Ich glaube, ihr habt ihn schon gesehen. Ich sehe ihn so halb, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht steht ja dann hier auch schon ein bisschen was. Das kann ich noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie viel wir jetzt auf Cam machen und wie viel wir. Ja. Bis dann. Schaut es euch an. Ciao, ciao. Tschüss.